Die Settings in World of Warcraft 2, ja, die helfen nicht nur, das Spiel ein bisschen flüssiger zum Laufen zu kriegen, Gegner ein bisschen besser zu sehen. Es sind auch spielentscheidende Dinge dabei, Einstellungen, die man schnell übersieht. Deswegen schauen wir jetzt gemeinsam rein. Einstellungen, Grafik und Anzeige. Wir haben Anzeige, Qualität und Ansicht, drei Reiter. Und hier schauen wir uns ganz genau die Einstellungen an. Fangen wir an mit dem Anzeigemodus Vollbild. Der ist standardmäßig, glaube ich, sogar auf Vollbild rahmenlos gestellt. Schaltet ihn auf Vollbild, dann bekommt ihr die niedrigste Latenz und die beste Reaktion für euren Monitor. Natürlich müsst ihr darauf achten, dass euer Monitor hier korrekt eingeschaltet ist, genauso wie eure Grafikkarte, ist eigentlich standardmäßig immer drin. Und achtet darauf, dass die Bildwiederholungsfrequenz nicht unter der eures Monitors liegt. Auch die Auflösung hier unten wichtig. Ich spiele mit einem WQHD-Monitor, also 2K. Entsprechend sind hier 2K eingestellt. Bei der dynamischen Auflösung müssen wir aufpassen, dass es auf Aus steht. Das reduziert nämlich eure Auflösung, also macht das Bild sehr, sehr hässlich und ist dazu gedacht, die Grafikkarte etwas zu entlasten. Also das unbedingt auslassen. Wenn ihr Probleme habt, dann würde ich auf andere Dinge zurückgreifen, aber nicht unbedingt auf die dynamische Auflösung. Und hier unten bei Bildformat auf automatisch, das ist das 16:9 Format, was ihr in der Regel benutzt, da wird euer Monitor automatisch erkannt. Also auch hier kein Problem. Jetzt wichtig, schaltet ihr das V-Sync ein, verhindert ihr sogenanntes Screen-Tearing, also sozusagen ein Aufschneiden des Bildes, wie man hier links in dem Beispiel schon sehen kann. Allerdings erhöht es ganz stark die Latenz und damit die Eingabeverzögerung. Deswegen das hier unbedingt auf Auslassen. In den Menüs ist es relativ egal, ich habe es aber in beiden aus, also im Menü spielt keine Rolle, macht es einfach aus. Die nächste wichtige Einstellung ist hier unten das Anzeige-Gamma, das steht standardmäßig auf 2,2 RGB, sRGB. Wenn ihr euer Spiel an einen krassen Fernseher angeschlossen habt beispielsweise, dann kann es sich lohnen, das Ganze auf 2,4 hochzustellen, um ein besseres Spiel zu haben, besseres Erlebnis zu haben. Aber nur in dem Fall solltet ihr ganz normal einen PC spielen oder einen Monitor, immer 2,2 sRGB. Bei den Helligkeitseinstellungen sollte man darauf achten, dass man das mittlere Feld gerade noch so sieht, also das Call of Duty in der Mitte. Links sollte man nicht mehr sehen. Für das beste Spielerlebnis, ihr könnt hier eure Helligkeit verändern. Aber ich würde den Standard erstmal drin lassen, um ja das schönste Bild zu bekommen und Einstellungen, was sowas angeht, eher am Monitor vornehmen. Zum Schluss haben wir noch den Fokusmodus. Das ist dafür gedacht, bei Widescreen-Monitoren sozusagen den Rand auszublenden, in schwarz zu markieren, dass er nicht stört. Also nur für Widescreen-Monitore interessant. Und das untere ist nur für HDR-Monitor interessant. Da gibt es ja sehr, sehr wenige. Also das sollte immer auf Aus stehen, weil keiner von euch wird einen echten HDR-Monitor haben und diese Funktion nutzen. In der Regel, dass sie auch bitte auf Aus. Jetzt wird's interessant und zwar im Qualitätsfenster ganz, ganz wichtig die Renderauflösung. Hier steht eure native Auflösung, die ihr am Anfang eingestellt habt. Und dieser Reiter hier, da kann es passieren, dass warum auch immer dieser Reiter nicht auf 100 steht. Schaut hier einmal bitte nach und stellt ihn unbedingt auf 100. 100 heißt, dass ihr die Auflösung, die ihr eingestellt habt, auch spielt. Ist es niedriger eingestellt, dann habt ihr eine niedrige Auflösung. Ist es höher eingestellt, habt ihr eine höhere Auflösung und extrem viel mehr CPU und GPU-Verbrauch. Also das hier sollte wirklich immer auf 100 stehen. Hier haben wir weitere Verbesserungen für eure FPS, für die Performance, und zwar einmal das NVIDIA DLSS, das dazu hilft, die Performance etwas zu verbessern. Genau dasselbe wie AMD FSR soll auch ein bisschen helfen. Tatsächlich funktioniert das auch, wenn ihr das aktivieren könnt. Das solltet ihr aber nur machen, wenn ihr wirklich FPS-Probleme habt, weil das Bild in jedem dieser Fälle stark runtergeht von der Qualität her. Wo das Bild aber nicht stark runtergeht von der Qualität her, ist das Fidelity CAS. Und zwar ist das so, dass diese Funktion hier sozusagen einen Schärfegrad, eine, wie sie es schon genannt, eine kontrastadaptive Schärfung hinzugefügt hat. Das heißt, ihr seht die Gegner klarer. Das ist wirklich eine spielentscheidende Einstellung hier. Deswegen das hier unbedingt auf einstellen. Und standardmäßig müsste das hier, glaube ich, auf 50 stehen. Guckt mal nach bei euch. Stellt das hoch auf 100. Wenn es euch zu stark ist, dann geht runter auf 80. Aber tiefer würde ich nicht gehen. Probiert es aus, guckt, ob das hier einen richtigen Wert hinbekommt. Aber geht rein in diese Einstellung, schaltet es ein und stellt es hoch. Bei der Anti-Aliasing-Funktion haben wir leider keine Funktion, das Ganze auszuschalten. Wir haben hier SMAA und SMAA T2X, filmisches T-SMAA. Ja, es reduziert sozusagen die FPS, wenn ihr keine so gute Grafikkarte habt oder schon am Limit seid. Viele schalten das grundsätzlich gerne aus. Ich habe es gerne an für ein schöneres Bild. Solltet ihr Probleme haben, macht das hier auf jeden Fall auf niedrig. Ausschalten kann man es nicht. So, jetzt kommen wir zu Performance-Einstellungen und zwar Detailstufe haben wir auf gering. Wir haben einen super Rechner, wir haben eine 3080 Ti drin, eine Nvidia-Grafikkarte und trotzdem gehen wir hin und sagen, wir stellen die Detailstufe nah auf gering für eine bessere Performance. Außerdem die Texturauflösung dazu auf hoch. Grafikkarte kann es stemmen. Mein Tipp,
Wenn ihr FPS-Probleme habt, ist das der erste Regler, an den ich gehen würde. Also hier von hoch auf normal, von normal auf niedrig. Das hat den größten Impact auf eure Performance, auf die FPS. Also hier könnt ihr am meisten rausholen. Aber das Bild sieht auch wirklich wesentlich schöner aus, wenn ihr die Texturauflösung auf hoch habt. Also versucht hier euren Mittelweg zu finden. Habt ihr Probleme, seid ihr sogar unter 60 FPS, dann würde ich wirklich als allererstes an diesen Regler hier gehen. Anisotropische Texturfilter und die Partikelqualität sind Sachen für die Optik. Ganz nice to have. Meine Grafikkarte kann nur stemmen, deswegen habe ich das auf jeden Fall an. Genau wie die Einschusslöcher, dass man sozusagen mehr Immersion hat im Spiel, mehr das Gefühl hat, mittendrin zu sein. Aber bei der Shaderqualität hört es auf. Und zwar die Shaderqualität legt sozusagen die Lichteffekte fest auf Oberflächen und verändert damit aber auch so den optischen Eindruck. Also es ist nicht hilfreich sozusagen in einem Multiplayer-Spiel unbedingt die Gegner und den guten Kontrast zu bekommen, die Gegner gut zu sehen. Das stelle ich auf jeden Fall auf gering. Also auf die niedrigste Einstellung ausmachen kann man das nicht. Also auf gering so wenig wie möglich. Die Tessellation und das Texturstreaming auf Abruf, also Tessellation haben wir aus, Texturstreaming auf Abruf haben wir an, wohingegen die Streaming-Qualität nur für Warzone gilt. Also es heißt hier sozusagen, es hat gar keine Bedeutung für uns momentan. Sagen wir es so, es spielt keine Rolle, was sie hier einstellt. Dahingegen eine sehr große Rolle spielt die Shadow-Map-Auflösung. Hier sind wir wieder bei den Schatten. Also je geringer ihr sozusagen diese Schattenqualität hier habt, desto weniger Schatten seht ihr, desto weicher sind sie. Und das hier würde ich in jedem Fall auf sehr gering stellen. Die Unterschiede zu extra, also zu ganz, ganz hoch, sind kaum erkennbar. Sie sind da, aber sie sind kaum erkennbar. Aber diese Shadow Map Auflösung frisst extrem Ressourcen. Also ähnlich wie oben die Textureinstellung, ist das hier sozusagen der zweitwichtigste Regler, der euch Performance gibt. Stellt ihn auf gering. Wenn euch die Schatten nicht gefallen, was ich nicht glaube, weil es immer noch sehr, sehr gut aussieht auf sehr gering, dann geht ein bisschen höher, aber ich würde es auf sehr gering einstellen. Maximale Performance und geringster Einfluss. Dasselbe gilt jetzt sozusagen für alle weiteren Schatteneffekte. Also wir reden einmal von der Punktschattenqualität, die Partikelbeleuchtung und die Umgebungsverdeckung. Das sind alles Schatteneffekte, die das Bild dunkler machen, Gegner schwerer ausfindig machen und deswegen schalte ich alles an. Allerdings die Unterstützung für das Anwenden dieser Optionen lasse ich an. Und zwar einmal das Puffern für den Punktschatten und das Puffern für den Sonnenschatten, um hier nochmal ein bisschen mehr Performance rauszuziehen. Die letzte Einstellung hier unten im Schattenmenü ist das SSR. Die SSR steht für Qualität der Reflexionen. Also zum Beispiel, wenn die Sonne auf eine Wasserpfütze scheint, dass ihr dann so eine Reflexion seht. Sieht ziemlich geil aus und performance-wise ist auch hier so, dass man das auf ausstellen sollte. Allerdings komme ich super klar mit meinen FPS. Ich möchte gerne diesen Effekt haben, weil es einfach toll aussieht. Es stört nicht, gar kein bisschen, aber es sieht geil aus. Und deswegen habe ich es mindestens auf normal. Ich könnte es auch auf hochstellen. Ich muss mal ein bisschen ausprobieren, ob ich das mache. Aber ausmachen würde ich das nicht. Aber wenn ihr um FPS kämpft, auf jeden Fall aus. Jetzt kommen wir noch zu einer sehr, sehr wichtigen Funktion. Für die Leute zumindest, die Nvidia-Grafikkarten haben. Und zwar das Nvidia Reflex, die geringe Latenz. Das ist sozusagen eine Option, die Latenz, also sozusagen die Eingabeverzögerung, in das System reduziert. Das heißt, ihr habt stärkeres, besseres Feedback für die Eingabe. Die Eingaben kommen direkt an besser. Tatsächlich ist es eine Funktion, die großartig ist. Nvidia hat hier gute Arbeit geleistet und diese Funktion bringt sehr, sehr viel. Aber es gibt drei Stufen. Also einmal auszulassen, ist klar. Wenn ihr keine Nvidia-Karte habt, dann könnt ihr es, glaube ich, sowieso nicht anmachen. Es einzuschalten, dann gibt es noch An- und Boost. An- und Boost bedeutet sozusagen, dass die GPU ständig auf Maximalleistung läuft und somit diese Funktion der Nvidia Reflex-Funktion, diese Option sozusagen immer abrufbereit hat, immer und mit noch weniger Latenz diese Funktion nutzen kann. Bedeutet aber auch, dass die Grafikkarte nonstop läuft. Ich persönlich möchte das nicht. Der Unterschied hier ist nicht so groß, meiner Meinung nach, ziemlich minimal. Von daher lasse ich es auf ein. Also wir sollten diese Funktion auf jeden Fall nutzen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Aber ob ihr den Boost anmacht oder nicht, ist euch überlassen. Ich persönlich lasse ihn gerne aus. Dann haben wir auch sehr, sehr, sehr interessante Effekte. Leute, hier sind direkt drei Regler für Unschärfe. Drei. Oh mein Gott, ey, guckt mal bitte, dass ihr diese Regler hier auf aus habt. Das ist einmal die Tiefenschärfe, die sorgt dafür, dass Hintergründe unscharf werden. Einmal die Weltbewegungsunschärfe, die sorgt dafür, dass alles unscharf wird. Und die Waffenunschärfe sorgt dafür, dass eure Waffe in der Bewegung unscharf wird. Das ist dieses Blurring.
Und das solltet ihr auf jeden Fall ausmachen. Es behindert euch extrem, Gegner zu sehen. Sollte ein Gegner in diesem Unschärfebereich auftauchen, dann seht ihr den einfach nicht. Also das sind katastrophale Einstellungen. Guckt, dass ihr das auf jeden Fall aus habt. Und zu guter Letzt das Bildrauschen. Genau derselbe Effekt. Es macht einfach eine Körnung in das Spiel rein. So ein Filmeffekt. Man kennt es aus vielen Spielen. Auch hier bitte unbedingt darauf achten. Hallo, wir spielen hier einen Multiplayer-Shooter. Ich weiß gar nicht, warum hier sowas überhaupt drin ist wie Bildrauschen. Vielleicht für die Kampagne. Okay, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall Bildrauschen auf 0. Und hier alles aus, aber Nvidia Reflex unbedingt mindestens auf 1. Und last but not least, der dritte Reiter, Ansicht. Und hier sind noch extrem wichtige Einstellungen. Deswegen wirklich least und am wichtigsten hier der letzte Reiter. Und zwar fangen wir an mit dem Sichtfeld. Sichtfeld ist standardmäßig eingestellt auf 80. Holy moly, als ich das Spiel zum ersten Mal gestartet habe, dachte ich, was ist denn das so langsam? Was reden die Leute? Schnelles Spiel. Ich habe das Gefühl, ich laufe rückwärts, so langsam war das. Und das lag einfach daran, dass das Sichtfeld auf 80 gestellt war. Ich habe dann 120 eingestellt und ich habe das Gefühl gehabt, ich fliege durch die Map. Mir persönlich hat es nicht so gut gefallen. Ich bin auch 110 von vielen anderen Spielen gewohnt. Deswegen 110, mein persönlicher Way to go. Es ist euch komplett selber überlassen. Denkt dran, wenn ihr niedriges FOV habt, dann ist das Ganze größer. Es ist teilweise auch leichter, Gegner zu treffen. Also das Aiming wird euch ein bisschen erleichtert. Allerdings ist es wesentlich schwerer, Gegner zu sehen. Also ihr habt einen kleineren Winkel sozusagen, viel weniger Sichtbarkeit. Und auf 120 habt ihr die maximale Sichtbarkeit. Aber alles ist etwas kleiner. Deswegen ist es hier immer interessant, einen Mittelweg zu finden. 80 ist definitiv zu niedrig, also da brauchen wir uns gar nicht, das ist halt so eine Konsoleneinstellung, aber 90 meiner Meinung nach das Mindeste, was man einstellen sollte. Ich persönlich gehe sehr, sehr gerne auf 110, 120 ist mir, wie gesagt, ein bisschen zu extrem. Auch die zweite Option hier ist extrem wichtig. Ich weiß gar nicht, warum wir das auf den letzten Reiter packen. Unglaublich wichtig für eure Performance und zwar nicht für die Grafikperformance, sondern für eure Leistung im Spiel, Gegner zu treffen und zu killen. Und zwar gibt es hier die Optionen von beeinflusst und unabhängig. Unabhängig heißt, ihr seht es rechts bei den Bildern, dass sozusagen das Bild reinzoomt, wenn ihr ins ADS geht. Und beeinflusst heißt, dass es sozusagen nur eine Abhängigkeit von dem Scope, also eine Abhängigkeit von der Sichtfeldeinstellung eher, die den Zoom-Faktor ändert. Also viel weniger verändert. Und was bedeutet das? Je weiter die Waffe weg ist sozusagen beim Schießen, je mehr Distanz ihr habt, desto weniger macht sich der Recoil bemerkbar. Das ist eine ganz wichtige Einstellung. Ist diese auf unabhängig gestellt, dann habt ihr ein richtiges Rumwackeln der Waffe. Ich hatte am Anfang, es ist auf, glaube ich, standardmäßig auf unabhängig gestellt. Und ganz am Anfang dachte ich, holy moly, die Waffe fliegt mir gleich vom Bildschirm runter. Beeinflusst, lässt das Ganze ruhiger wirken. Ihr seht den Gegner beim Schießen, ihr könnt besser treffen. Also das macht extrem viel aus. Zielvorrichtungssichtfeld unbedingt auf beeinflusst. Ihr werdet merken, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Bei Waffensichtfeld, da ist es so, dass ihr die Breite der Waffe einstellen könnt. Ihr könnt sie jetzt sozusagen auf breit stellen. Breit bedeutet, dass die Waffe kleiner dargestellt wird. Hier steht breit, die Waffe sieht kleiner aus. Einige machen das, damit die noch mehr Sichtfeld haben, noch mehr vom Gegner sehen. Ich persönlich bin da kein Freund von, aber probiert's aus. Vielleicht hilft's euch. Also das ist auf jeden Fall eine Option, die man testen kann. Waffensichtfeld auf breit. Dann haben wir noch eine Einstellung für die Third-Person-Varianten und zwar externe Ansicht. Wie das Sichtfeld ist auf extern, habe ich auf maximal hochgedreht. Und beim Fahrzeugsichtfeld genau dasselbe wie oben beim Zielvorrichtungssichtfeld, wie groß das Fahrzeug sein soll. Auch das habe ich auf Standard. Auch hier könnt ihr das auf breit einstellen, damit das Fahrzeug kleiner ist, ihr mehr Sichtfeld habt. Aber ich finde, Standard einfach cooler. Und es ist einfach unfassbar, aber das Wichtigste kommt zum Schluss. Und zwar die Kamerabewegung, Ego-Perspektive und die Kamerabewegung der externen Ansicht. Holy moly, das ist Kamerawackeln. Es kommt einfach ganz zum Schluss, wie stark eure Kamera wackelt. Bei Explosionen, bei Erschütterungen, bei allem Möglichen. Das ist so ähnlich wie in Escape from Tarkov, das Headbobbing zum Beispiel. Es ist einfach standardmäßig auf maximal gestellt. Das heißt, das ganze Bild wackelt ohne Ende, wenn irgendwas passiert. Und ihr könnt es ganz einfach mit diesem Regler hier runterdrehen. Es ist unfassbar. Also einfach von 100 auf 0. Also ich bin wirklich überrascht, dass sowas hier ganz hinten versteckt ist. Stellt es auf minimal und guckt euch den Unterschied an. Wenn ihr in die Schlacht reingeht und Explosionen, Granaten, Erschütterungen kommen, irgendwelche Effekte auf euren Körper, dann werdet ihr sehen, wie ruhig das Bild ist im Vergleich zu vorher und wie ihr natürlich viel, viel besser auf eure Umgebung reagieren könnt, auf die Gegner reagieren könnt. Also das ist auch so eine Pflichteinstellung, Kamerabewegung und der Ego und der externen Ansicht.
auf minimal zu stellen. Probiert mal, spielt mal ruhig aus in der, und probiert mal aus in der Runde hin und her auf 50, auf 100 zu stellen und ihr werdet sehen, wie krass dieser Unterschied ist. So Leute, ich hoffe, das hat euch geholfen und dass ihr ein paar Einstellungen umstellt, weil das ist teilweise sehr, sehr wichtig, wie ihr gesehen habt. Also guckt mal rein, guckt zu, dass ihr das umstellt und sagt mir gerne, ob es euch ein bisschen was geholfen hat oder ob ihr Einstellungen hier gesehen habt, die ihr bis jetzt noch nicht umgestellt habt, ob es geholfen hat. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen zumindest und verabschiede mich an dieser Stelle. Macht's gut, viel Spaß in den restlichen Tagen der Beta, viel Spaß bei Release. Ich freue mich, wie gesagt, am meisten auf den 16.11. den DMC-Modus. Darüber werden wir noch am meisten berichten. Aber bis dahin, hasta luego, hasta la vista und ciao, 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 ciao.